Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Yeah, ist hier das Herzteil? Nee, da. The Link to the Past. Wir sind jetzt in der Dark World, in der Schattenwelt, im Goldenen Reich, wie es einst einmal hieß. Und ich schau erstmal. Jo, ich krieg erstmal. Ja, ist okay. Erstmal schön Schaden. Die ziehen zwei Herzen ab. Kann ich die Schilder nicht jetzt? Nee. Ha. Ich dachte, ich kann das Schild jetzt kaputt machen. Verdammt. Kann ich, wie es aussieht, nicht. Oh Mann, das ist doof. Da war nichts, ne? Nee. Gut, ja, wir müssen jetzt... Ups. Ich gucke erstmal hier rein. Genau, ich weiß mal gucken, was hier ist. Wieder eine Fee, oder? Richtig. Ja, ich nehme auch die Herzen mal an. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder dahin, wo wir... auch in der richtigen Welt den ersten Dungeon, den ersten Dungeon gemacht haben. Denn dort ist auch in dieser Welt der erste Dungeon. Und ich gucke erstmal nochmal hier hin. Ja, wir machen das alles später. Wir gehen jetzt erstmal der Reihenfolge nach. Da ist wieder eine Biene oder was auch immer. Nein, daneben. Verdammt, zu spät. Nein, ich meine zu langsam. So, Mann. Doki, Deutsch. Ist nicht vorhanden, oder? Nee, nicht wirklich. Wie war denn der Weg nochmal? Stimmt. Da rein? Komme ich da rein? Was war denn hier nochmal drin? Ich glaube, der zieht mir Geld ab? Ich weiß es nicht. Hallo, Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht, dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als Erster berührt. Und er hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Zwinger hält dann die goldene Macht. Solange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was uns... Unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce. Goldene Macht. Okay. Irgendwer klaut uns hier doch auch Geld, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, holen wir uns erstmal ein paar Herzchen, wie es aussieht. Okay. Ist, wie es aussieht, so, weiß nicht. Ich sag mal, Sahasralas Haus, nur in der Dark World. Weil es da ja auch so eine Wand gab zum Aufsprengen oder Aufrennen. So, gucken wir erstmal hier unten hin. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, war hier irgendwas? Nein. Da können wir nichts machen. Konnten wir hier drin eigentlich in der richtigen Welt was machen? Hallo. Hey Kumpel, kannst du mir ganz bewahren? Ich kann es dir erzählen. Okay, ja komm, bezahlen wir mal. Ah, ja, du wirst nicht mehr reinkommen. Hör dazu, ich habe verachtet, dass im Teich der Flussquelle ein kleiner Kreis aus Stein ist. Ich weiß, es war nicht genau, aber es kann ja nicht schaden, da was hineinzuwerfen, oder? Eine tolle Geschichte. Ach, das? Okay, ja gut, das hätte ich auch. Ja gut. Das wusste ich schon. Wir stellen uns mal eben hier hin und nutzen den Spiegel einmal. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, was wir... Gab es hier in der Welt überhaupt was? Ja, ein Eingang. Aber was gab es in diesem Eingang? Weißt du nicht mehr. War ich hier überhaupt drin? Eine Feenquelle. Oh, okay. Und wieder weg. Und wieder in die andere Welt. Gut. Dim-dim-dim-dim. Ich will nicht getroffen werden. Ja. So viel zu dem Thema. Mann. Spielen üben wir nochmal, Doki, ne? Ja, ich glaube, das wäre... Hängt er wirklich in dem Stein fest? Aua. Hier ist auch nicht... Wo muss ich denn lang, verdammt? Da, okay, gut. Ja, Pfeil auf dem Boden, sagt auch... Ne? Gut. Alter, haben wir viele Herzen verloren. Was? Alter Vater. Gut, hier, da rein müssen wir nicht, aber wir müssen... Hier lang, genau. Rubine mitnehmen. Hier lang, glaube ich. Und dann hier auf jeden Fall durch. Hier oben lang? Nein, oben nicht. Hier unten lang. Und, ich bin Kiki Larve, Rubine liebe ich über alles.
Schenkst du mir 10 Rubine? Ja, klar. Ja, dankeschön. Dafür begleitet er uns jetzt. Ich weiß nur nicht, ob wir getroffen werden dürfen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall können wir jetzt... Ja. Für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Ja, will ich. Ja, will ich. Sehr gerne. Genau, und jetzt flupp, hüpft auf diesen Schalter und wir kommen in den Dungeon. Nice, unser erster Dungeon in der Dark World. Ich hoffe, ich weiß noch, wie ich den meistern muss. Oh, verdammt, ey. Das könnte... Ups. Ach, das war Klaus. So, hier konnten wir erstmal irgendwas öffnen. Was haben wir geöffnet? Ach, die Tür. Ah, okay, okay. Ja, die Tür da, okay. Mal kurz Mikrofon ein bisschen richten, so. Nur leicht. Was ist hier? Ein Schalter mit Atro, okay. Mit einem Schlüssel, okay. Das heißt, wir können damit schon... Oh, close. Damit schon mal... durch die Tür in der Mitte, genau. Aber es gab ja noch auf der anderen Seite einen Weg. Ich weiß nicht, war der jetzt? Müssen wir da jetzt durch oder müssen wir da später durch? Ich weiß es nicht mehr. Tja, Woods. Danke fürs Zuschließen. Scheiß Druckplatte. Batz! Okay. Da, ja, der Schalter macht wieder die Türen auf, genau. Und hier ist ein Teleporter. Okay, ein Teleporter. Was macht der? Wer schickt uns hier hin? Und da unten können wir die Tür aufrennen. Okay. Hier können wir jetzt... Okay, ich dachte, er hört auf. Okay. Danke fürs Nicht-Aufhören. So, und ich glaube mal, es war so, dass man hier eine Bombe legen... Also, beides erreichen kann. Die Bodenplatte. Okay, dann eben die Bodenplatte nicht. Mit der Bombe. Okay, das bringt uns aber nichts, da runterzufallen. Gott, oh Gott. Zack, zack, zack. So. Okay, den muss ich also mit... Stimmt, man muss die irgendwie mit Pfeil und Bogen beschießen. Eigentlich. Und das macht man... Wie war das? So reinlaufen lassen, genau. So reinlaufen lassen. Perfekt. Ja, die Wände sind nicht für das Aufsprengen, glaube ich, geeignet oder so. Also, beziehungsweise die muss man nicht aufsprengen, glaube ich, war das. Ha, nein! Wir wurden auch noch getroffen. Scheiße. Scheiße. Und hier ist... Eine Karte, okay. Und besiegt, schön. Putz. Putz. Nein, daneben. Scheiß Drecks, kleines Viech. Zack, zack und... Wow, zu früh. Zack. So, und hier konnten wir aber die rechte Seite, glaube ich, aufsprengen. Die linke, glaube ich, nicht, aber die rechte halt. Ich guck mal die linke trotzdem mal nach. Wir haben ja die Bomben. Ach, die linke. Beide? Oh, cool. Ja, hier sind Feen. Und auf der anderen Seite... Weiß ich es nicht mehr. Eine Truhe. Mit dem Schlüssel wahrscheinlich. Ja, genau, okay. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit eigentlich alles hier erledigt. Huh, wir haben es geschafft, ohne getroffen zu werden. Oh, ich war gerade angespannt. So, und wie gesagt, ich glaube, das hier ist nur ein Loch. Ich glaube, es gibt ja auch noch eins, wo wir wirklich durchfallen können. Ja, okay. Ja, wo wir, ja, wirklich durchfallen können. Aber naja, das nicht. Wie ihr gesehen habt. Gut. Oh Gott, das war close. Den können wir schieben, genau. Ich wusste, einen von den beiden kann man schieben. Eine von den beiden Statuen, so. Okay. Wie war das jetzt, ey? Oh Gott. Zack. Oh nein. Stimmt, die kann ich ja so gar nicht besiegen. Nein! Ich weiß aber... Den kann man runterschieben. Und dann... Das mache ich später. Oder mache ich da... Da muss man hinterher fallen. Oder? Kann ich den jetzt weiterschieben? Oder nur einmal schieben? Ne, ich kann den nur einmal schieben. Hat das überhaupt was im... Okay, ja doch. So aussieht schon.
Oh Gott. Schnell zurück. Ja, gut. Und wir sind wieder hier. Och, dein Ernst. Na gut, dass ich das jetzt schon gemacht habe. Weil ich glaube, wenn wir das später machen würden, dann wäre das ein bisschen fatal. Weil das dann Zeitverschwendung wäre, glaube ich, irgendwie. War das so? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Gucken wir mal kurz auf die andere Seite. Genau, hier konnten wir nämlich auch durchfallen. Aber das, wir machen jetzt erstmal den Weg hier alles so. Wir machen erstmal auf der Seite alles, genau. Das macht jetzt, glaube ich, am meisten Sinn. Geh weg. Okay, runter. Oder auch nicht. Verdammt. Okay, der ist weg. Und den jetzt auch noch, warte. Schnell, jetzt komm, danke. Okay. Wie war das? Ach genau, so einmal. Also wir können es einmal so treffen. Ich würde aber eh gerne nochmal zurückrennen. Eine Bombe rüberwerfen. Genau, und dann können wir jetzt nämlich hier hoch. Zack und zack. Hier lang. Oh Gott. Oh Gott. Dafür brauchen wir den großen Schlüssel. Ich gehe nochmal kurz zum Anfang. Ich glaube nämlich, wir müssen das doch alles am Anfang erst machen. Den ganzen Schmarrn am Anfang. Da runterfallen und so. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, aber ich glaube es irgendwie. Ich will den Boomerang bitte wieder haben. Nein, ich brauche die Bomben. Shit. Es dürfte nämlich jetzt nicht mehr offen sein. Genau. Zack. Und runterfallen. Dann landen wir nämlich hier. Da unten haben wir gerade einen Schlüssel oder so geholt. Oder was auch immer das war. Ich glaube, das war ein Schlüssel, oder? Ich glaube, das war ein Schlüssel. Gut. Und hier läuft der Master... Was ist der hier? Nee, Kompass oder Master Key? Master Key, genau. Gut, dass wir hier zuerst hingegangen sind. Schön. So, dann hätten wir das. Genau. Dann gehen wir jetzt rechts lang, wenn da in der Truhe, die da rechts war, da ist noch ein Schlüssel drin. Das weiß ich auch noch. Oh Gott. Close enough. Nein, not even close. So. Gut, wenn wir nämlich jetzt... Nein. Genau, ich renn gegen. Doki, was ist denn mit dir? Mensch. So, hier ist ein Schlüssel drin, genau. Ja, richtig. Gut. Dann können wir jetzt nämlich hier hoch. Naja, hier runterspringen, meine ich. Hier hochgehen. Und den Schlüssel brauchen wir nämlich jetzt auch. Und durchrennen. Zack, denn hinter uns verschließt sich das übrigens wieder. Also, beziehungsweise der Boden bricht ein. Okay, wie war das hier denn? Oh Gott, Feuer. Besiegen. Herz hier nehmen. Oh, besiegen. War das hier lang? Nein. Zack. Nein, hier war es wirklich nicht lang. Okay. Aber wir konnten diesen Feuerspeier besiegen. Der ein wenig genervt hätte. Bomben. Oh, schön. Bomben sind immer gut. Über Bomben freue ich mich immer. Aua. Ich dachte, ich bin schnell genug. Aber natürlich bin ich nicht schnell genug. So, da ist noch eine Truhe. Die würde ich auch noch gern haben. Zack. Ein Schlüssel. Okay. Okay. Dann können wir hier eine Bombe legen. Und dann kommen wir zur großen Truhe mit dem Dungeon-Item. Zack! Hammer Time. Nice. Wir haben den Hammer. Das ist nämlich super. Damit können wir nämlich diese Pinöpel da, die wir auch schon am Anfang des Dungeons, relativ am Anfang des Dungeons gesehen haben, runterhauen und dann kann man da durch. Und auch diese Holzklötze in der normalen Welt, in der Lichtwelt, die können wir auch damit runterhauen und, ja, einige sonstige Dinger. Ja, sonst kann man eigentlich nicht wirklich viel damit machen, glaube ich. Kann ich das kaputt machen? Ja, okay. Vielleicht kann ich damit auch die Schilder kaputt hauen. Ich weiß es nicht genau. Und diese Teile können wir umdrehen. Zack. Wenn wir nochmal hauen, dann würden wir sie nochmal umdrehen. Und, ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt erst hoch oder erst runter? Ich gehe erst runter. Mal sehen. Achso, beide Seiten gehen runter. Ich weiß nicht, welche war richtig.
Ach, beide sind... Ja, stimmt. Beide sind egal. Es bringt beides genau das Gleiche. Oha. Okay, hier lang. Nice. Und hier bekommen wir einen Pfeil. Einen Pfeil? Ist das dein Ernst? Und einen Schlüssel. Immerhin. Und halt einiges an Geld. Ah, hier lang. Nice. Schön viel Kohle, eieiei. Wo kommen wir hier jetzt wieder zurück? Ich weiß es gar nicht. Okay. 5 Rubine. Das können wir wegschieben, genau. Und hier lang gehen. Okay. Und dann kommen wir wieder hier hin. Wow. Geht weg! 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 Oh Gott! Dein Ernst? Ich hab ein halbes Herzchen. Verdammt. Okay, weg! Weg! Kusch! Ha. Gut, Herzchen! Oh. Können wir das aktivieren, genau. Genau, diese Pinhüppe hier oben, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so lassen müssen. Ich glaube, wir müssen den Eimer betätigen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, hä? Ja, wir haben ja diese Statue hier, die wir bewegen können. Ich glaube, wir müssen den Eimer betätigen, sodass der sich umswitcht. Der Schalter hier. Der muss nämlich auf Rot stehen, glaube ich. Und Herzen. Oh, verdammt gut. Herzen. Die Viecher hier in der Welt machen echt Damage, ey. Ist ja unglaublich. Gut, Pfeil und Bogen nutzen. So, easy. Das war echt easy. Wir bekommen so viele Pfeile wieder zurück. Heilige Scheiße. Ja gut, es war... Oh, wir hatten hier auch noch einen... Okay. Oh Gott. Und... Wand sieht hier... Nee. Komisch aus. Putz. Ha. Schön. Oh, die hätten auch eigentlich nur so ein kleines Stückchen einbauen können, oder? So rein theoretisch. So rein theoretisch hätten sie das echt machen können. Aber nein, sie mussten ja so ein Riesendings einbauen. So ein Riesen... So eine Mega-Wand. Oh Gott. Und besiegen. So, und jetzt wieder... einen Boomerang nehmen. Und ich glaube nochmal machen. Gut, dass wir den Boomerang schon haben. Den verlängerten, den verbesserten Boomerang. So, hier begegnen wir wieder diesen Viechern. Oder einem dieser Viecher. Vielleicht kommen auch nochmal zwei, oder nicht? Zack und zack. Zack. Gott. Zack, zack. Oh Gott. Okay. Besiegt. So. Ach komm, machen wir das Licht mal an. Müssen wir das nicht sogar machen? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Ne, müssen wir nicht. Aber ist besser. So haben wir hier eigentlich auch Licht, oder nicht? Ja. Licht. Licht. Wo kommen wir jetzt hier hin mit dem Teleporter? Welchen muss ich überhaupt bewegen? Scheiße. Ach, der war's, okay. Wo kommen wir hier hin? Ah, okay. Sogar zum Boss. Okay, cool. Putz. Putz. Zack und zack. Besiegt und wir sind beim Boss. Eieiei. Und man kann ihn jetzt auch mit Bomben besiegen. Die Bomben da auf den... Das geht doch, oder nicht? Ja, genau, es geht auch. Man muss nur treffen können. Aber eigentlich ist es gewollt, dass man mit dem Hammer auf seine Maske einschlägt. Bis sie zerbricht. Oh Gott. Feuerball. Oh, Junge. Okay. Zack. Zack. Oh Gott. Zack. Zack. Aua. Feuerball. Aua. Verdammt. Ja. Zack. Ja. Und jetzt... Ja, okay, jetzt kann ich wieder normal treffen. Ich konnte gerade nicht treffen. Warum? Warum? Hä? Komm! Komm! Komm schon! Komm, Tok! Ja! Nice! Und man muss aufpassen, man kann von diesen Dingern hier noch Schaden bekommen, oder? Doch nicht! Hm.
Vielleicht dann nur in der GBA-Version. Hä. Es ist asymmetrisch. Es ist asymmetrisch! Nein! Unser Kristall, unser erster von 7 Kristallen. Oh, perfekte Part beenden, cool. Okay, wir brauchen ein Part für einen Dungeon, wie es aussieht. Okay. Ein paar Parts werden wir auf jeden Fall noch brauchen, um dieses Spiel durchzuspielen. Das ist kürzer, als ich eigentlich in Erinnerung habe. Huh. Doki, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Genin, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir 7 Mädchen, allesamt Nachfahren der 7 Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Genins Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Genin zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Yo! Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ja, Mann. Chuan! Nice! Wir haben den ersten Dungeon geschafft, Leute. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!